Für den Titel nächste Woche, sollte man heuer machen. Wir sind auf den sehr guten Entschluss gekommen. Wir geben als Zusatz-Bonus-Titel auf die ganz brandneue CD mit drauf und laden zugleich auch unsere Freunde und Gäste aus ganz Deutschland ein zu unserem Jubiläumsfest 25 Jahre die Schmalzler. Und dieser Titel, dieses Konzept ist irgendwann mir mal so nebenbei eingefallen. Nämlich der Titel Das Rad der Zeit. Nächstes Jahr ist ein Vierteljahrhundert, ein Viertel des Rad für uns vorbei. Und diesen Titel machen wir jetzt nicht nur mir alleine. Einige haben es in der Zeitung schon gelesen. Einmal haben wir den Titel schon gemacht, nämlich bei unserem Frühlingsfest heuer im April in Rönnbach. Und dazu darf ich jetzt neben uns zum einen meine Tochter, die Lena, begrüßen und zum anderen meine Mama, die Isolde. Und die, jawohl, gibt's ja noch mit einem Applaus, Applaus. Hört's ja. Lena ist ja selber schon auf der Bühne und meine Mama, sie singt ja ewig in Bischofsreit beim Kirchenchor mit. Und sie ist natürlich auch ein Urgestein da vom Volksfest. Viele Jahre hat sie die ersten Jahre da im Bischofsreit bedient. Und damals besonders, das wissen die wenigsten von euch, ich sag's immer, oder ich weiß immer, sie war beim ersten Bischofsreit der Volksfest, war sie schwanger, außer Kamera ist, wie recht besonders sah, bin ich. Deswegen sag ich oft, wenn sie mich fragen, wie alt ich bin, sag ich, wie genau so wie das Bischofsreiter Volksfest, gell? Ja. Na, so ist es. So, aber jetzt Spaß beiseite. Jetzt kommt der Titel für das Jubiläum oder der Anfangstitel für unser Jubiläum nächstes Jahr, nämlich das Rad der Zeit.